Ja, hallo, grüß dich. Wie sage ich, bin ich heute wieder mal ein Gast da, oder besser, ich bin zu Gast da im Sarntal, beim Oberhöller Michael. Und zwar, die Familie Oberhöller stellt selber Schokolade her. Ist das richtig? Ja, genau. Seit kurzem gehen wir selber herstellen auch, praktisch von der Bohne weg bis zu der Tafel. Und seit 2010 gehen wir eigentlich. Haben wir schon angefangen und seitdem haben wir die Schokolade veredeln. Mhm. Praktisch kaufen wir die Grundschokolade in und jetzt noch veredeln verschiedene Früchte drauf oder ganz verschiedene, viele verschiedene Sorten eigentlich. Ja, dein Vater hat ja zuerst eine Konditorei gehabt und hat dann umgestellt auf Schokolade und du bist dann später eingestiegen, oder? Ganz genau. Richtig, ja. Gell? Genau. Ja, da sehe ich mal die verschiedenen Schokoladen. Gell? Also da sind ganz besondere Sachen lang dabei. Da zum Beispiel mit Latschenkiefer, was sind denn die Bissen dabei? Nein, da ist Ale drin. Heißt Ale? Genau. Zirbennisseln, gell, sind da. Da sind verschiedene Früchte, alles aus Südtirol, hast du gesagt? Südtirol, ja. Gell, alles Südtiroler Früchte, ich habe ein paar Äpfelbieren, was haben wir denn da? Schüttelbrot. Ja, wie kommt man denn auf eine Idee, in der Schokolade ein Schüttelbrot in den Zitieren? Ja, das ist in der Mami gefallen. Was sie eben gesagt hat, sie haben ja früher, wenn sie oft eine Schokolade mal gekriegt haben, dann haben sie sie oft in einem Brot hineingetan und das haben wir auch gebissen. Und da ist mir manchmal das hingefallen, dass man das eigentlich mit Schüttelbrot mal probieren kann. Ah, okay. Und dann tut man heutzutage nicht mehr die Schokolade ins Brot, sondern das Brot in die Schokolade. Ja, genau. Mit denen sagt. Das sind auch ganz besondere Stichlein, was das hat, gell? Das sind gefüllte Schokoladen. Genau. Und zwar, da ist auch Südtiroler Honig oder da Rum ist auch ein Südtirol, gell? Ja, das heißt. Ja, ich sage gelacht, was ist da? Das ist ganz was Besonderes, gell? Das ist die Füllung von dem, oder die Grundzutat von der Füllung, wird da bei uns im Sarntal auch noch gemacht, gell? In Kastelrund, ja. Ah, in Kastelrund. Mhm. Also, das ist wirklich Fadi. Mit blauen Höllerbeeren, gell? Genau. Werden die gemacht und es jetzt aber nachher noch verfeinert. Ja, mit der Name Erfüllung lassen. Genau. Ja. Und der da? Das ist eben jetzt unsere neueste Kreation. Kreation, genau. Das sind jetzt die Tafeln Bean to Bar, praktisch von der Bohne zur Tafel. Das machen wir alles selber. Wir machen da den ganzen Prozess. Wir kriegen die fermentierte, die gedruckte Bohne kriegen wir für die verschiedenen Länder. Und dann auch für den Rösten, bis wirklich fertig hingepackt, bis zu der Herkleber mal alles selber. Gut. Und wie das geht von der Bohne bis zum Rösten und was da dann rauskommt? Schauen wir uns dann auch an, gell?